Herzlich willkommen bei Deutschlands hübschestem Videogriller, bei Klaus Grillt. Wir machen heute Zwiebelfleisch. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Spaß dabei. Zwiebelfleisch, da wird bei dem einen oder anderen, der mir auf Twitch folgt, wahrscheinlich irgendwas klingeln oder der jetzt schon mal gesehen hat auf YouTube, gibt ein Rezept, so ein Jahrmarkt-Zwiebelfleisch vom Barbecue Bär. Hat mir sehr gut gefallen. Viele Grüße gehen raus an der Stelle. Ich möchte euch allerdings meine Version davon zeigen. Die ist ein bisschen anders, deshalb lohnt sich das auch, die Sache anzugucken. Das ist jetzt die Imbissbuden-Version, wie ich sie kenne, wie ich sie cool finde. Und da brauchen wir ein paar Zutaten zu. Bei Zwiebelfleisch fängt an mit Zwiebel. Also, wir haben hier 2 Kilo Zwiebeln. Auf der anderen Seite haben wir 1 Kilo Schweinenacken. Und du kannst dir gleich merken, das Verhältnis ist immer 2 Teile Zwiebeln zu 1 Teil Fleisch. Weil ist Zwiebelfleisch, da muss richtig Zwiebel ran und das machen wir an der Stelle. Zutaten habe ich noch dazu. Ich habe eine Chili, eine kleine Schnitte, habe ganz wichtig Kinderpunsch. Den hast du meistens vom Winter noch über und im Sommer fragst du dich, was du damit machen sollst. An der Stelle kannst du dafür nehmen, wenn du den nicht da hast, nimmst du im Supermarkt auch im Sommer zu kaufen. Aber naja, da ist er zum Grillen viel besser, als um sich den in den Hals zu schütten. Würde auch Sangria gehen, weil es im Sommer gibt? Hoffe ich. Ja, nimm. Dann haben wir eine Limette. Hier vorne 4 cl Balsamico-Essig. Dann brauchen wir 3-4 Esslöffel von Smoky Honey. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr euch den kaufen. Oder nachmischen. Support ist gemord, findet ihr halt auf meiner Website. Easy zu machen. 2 Esslöffel Zucker habe ich hier noch rumliegen. Dann habe ich hier 3 Spritzer Worcestershire-Soße. An Zubehör so eine Schale, Edelstahlschale oder eine Antihaftschale oder was auch immer. Irgendwas ofenfestet. Und wie immer, wenn wir grillen, Scharfmesser und ein Brett. So, ich mache das jetzt mal so, dass ich da praktisch eine Scheibe runterschneide. Und ist das nicht ein schöner Schweinenacken? Und ich liebe das. So, und den schneiden wir dann nochmal so längs in Streifen, dass wir so einen schönen langen Streifen haben. Das mag ich am allerliebsten. Die fallen nachher super auseinander, muss man nicht wie so ein Verrückter dran rumrupfen. Oder notfalls hat man lange Streifen. Auch egal wie, schmeckt das halt immer sehr gut. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Schweinenacken. So, dann nehmen wir immer so 2-3 Esslöffel Smoky Honey darüber. Das Schöne ist, auf Smoky Honey, da ist gleich Rauchgeschmack mit drin. Und da wir auf dem Gasgrill arbeiten, also ein Smoker, kannst du das auch machen, da brauchst du halt kein Smoky Honey. Da kannst du halt irgendeine andere Gewürze nehmen, ohne Rauch dran, aber auf dem Gasgrill fängt gleich an zu riechen wie eine Baconfabrik, oder? Riechst du das? Ja. Mega, also oder? Dann eher so Magic Dust oder sowas nehmen, ja? Genau. So, haben wir hier. Immer richtig schön angewürzt. Der Rapp, der nicht am Fleisch haftet, der kommt hier gleich rüber ab in die Zwiebeln. Dann kommt auf die Zwiebeln gleich der Zucker. Und jetzt musst du die Zwiebeln so 2 Minuten immer so richtig ankneten, dass sie anfangen saft zu lassen. Herrlich, das macht Spaß. Da siehst du schon, wenn die richtig anfangen zu glänzen, dann ist genau der Moment, wo wir alles miteinander vermischen. Und zwar unsere Zwiebeln. Dann natürlich auch die Chilis und das Fleisch. Und das machen wir jetzt immer hier drin in der Schale, gleich da, wo sie nachher gegart werden. Ganz unwissenschaftlich. Dann kommen dazu unsere flüssigen Zutaten. Und zwar als allererstes hier unser Kinderpunsch. Dann sorgfältig rüberträufeln den Balsamico-Essig. Schön gleichmäßig verteilen. Ein paar ordentliche Spritzer Worcestershire-Soße haben dem Essen noch nie versaut, also immer richtig rüber. Und für die Frische aus schön aus der Höhe oben auf den, dass er sich schön wie ein Regenschauer drüber ergießt, unsere Limettensaft. Herrlich. Und jetzt nehmen wir das alles und drücken das immer richtig schön glatt, dass das wie eine Form ist. Wa? So. Und das riecht schon hervorragend. Und das ist der richtige Moment, um es auf den Grill zu tun. Dann nehmen wir die Nummer hier. Guck dir das doch mal bitte aus der Nähe an, oder? Da ist alles drin, was man so mag. Zwiebel, Fleisch, Gewürze. Schön. Und packen die Burschen hier mittig auf den Grill. Rechts im Brenner, kleine Stufe oder halbe Stufe. Links im Brenner, halbe Stufe. Und machen so zwischen 160 und 180 Grad. Kommt ja nicht darauf an, wie viele du sind. Also irgendwo in der Range, wenn 170 ist, okay. 150 wäre ein bisschen wenig, 200 schon ein bisschen viel. Also guckst du, dass du so irgendwie so eine mittlere Grilltemperatur erwischt. Indirekt, also nicht mit der Hitze von unten, sonst brennst du dir an. Und lässt dir den Spaß da so 2-2,5 Stunden drauf. Und ich würde immer eins machen, und zwar so alle halbe Stunde mal den Deckel lupfen.
gucken, ob sich hier noch Feuchtigkeit drin ist. Wir haben zwar sehr, sehr viele Zwiebeln drin und haben ein bisschen so Starterflüssigkeit dran gemacht, dass es wahrscheinlich anfängt zu blubbern. Aber es kann immer mal sein, dass sich relativ viel Flüssigkeit durch die Hitze verabschiedet und dann brennt der ganze Kram an. Das wäre ärgerlich. Deshalb alle halbe Stunde einfach mal gucken. Und dann Wasser noch bitte. Genau. Anderthalb Stunden später gucken wir mal in unseren Grill drin. So sieht die Sache aus. Die Temperatur ist jetzt tatsächlich ein bisschen über 180 Grad. Weil irgendwie wollt ihr nicht loslegen mit dem Blubbern und dann macht man einfach ein bisschen Temperatur hoch. Und jetzt rühren wir das eh mal um, dass die ganzen schwarzen Stippen unten sind, dass es schön gleichmäßig gart. Und du merkst schon, da ist schon richtig Garprozess drin. Die Zwiebeln lassen unglaublich viel Saft. Du hast jetzt auch kein Wasser zugekippt, oder? Nee, gar nicht. Das ist also tatsächlich noch die Originalmenge, die wir hatten. Und ich hoffe, dass das wie die letzte Zeit auch nochmal so bleibt. Also eh mal richtig schön umrühren hier. Dann vielleicht wieder so ein bisschen andrücken. So, sollte das reichen, mittig reinschieben und nochmal für ein Stündchen den Deckel schließen. Ja, 2,5 Stunden sind um und guck mal, so sieht jetzt unser Braten hier aus, beziehungsweise unser Zwiebelfleisch. Schön, wir haben ein bisschen Flüssigkeit drin, also ist nicht trocken gelaufen, mussten nichts nachkippen. Haben schön hier so eine, guck mal, so eine schön gebräunten Spitzen dran, wie wir von den Grillen immer erwarten. Das Fleisch, wenn ich aufdrücke, ist... Ja, ist zart, ist jetzt nicht Pult, aber ist schön, 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 schön weich. Und ich würde sagen, wir nehmen eine Portion und kosten. Und ich würde sagen, wir müssen essen, hilft ja nichts. Jetzt gucken wir mal die Fleischkonsistenz, dass ihr schön aus der Nähe seht. Siehst du, also da ist noch, also boah, geht auseinander, ist aber nicht. Nicht wie bei Pult, sondern erst eher wie bei Rippchen. Ein bisschen von der saftigen Zwiebel noch dazu. Und jetzt haben wir natürlich so eine schöne... leicht säuerliche, süße Zwiebelsoße dazu. Und die muss jetzt in meinem Kopf verschwinden. Also rinnen die hohle Birne. Heiß. Oh, heiß wie Sau. Ich muss noch mal immer pusten, weil von dem Fleisch habe ich gerade nicht so sicherlich viel gemerkt. Also einmal noch mal nehmen, noch mal pusten. Nach wie viel? 1200 Videos? Draußen einer Videos immer noch den Mund zu verbrennen, einfach unbezahlbar. Gott, das machen wir so liebe Zuschauer, ne? Die das alle so mitmachen. Dankeschön. Die verbrennen sich ja nicht, sondern du. Stimmt. Ich glaube, die sehen nicht gerne allein. Das kann tatsächlich sein. Der eine oder andere bin ich mir sicher. Vielleicht du. Also, muss funktionieren. Wunderschön, weich, zart, saftig, aromatisch, nicht überwürzt. Eine schöne Nummer. Kannst jetzt ein Brötchen packen, wenn du so hast. Kannst auf den Teller packen, ein paar Nudeln dazulegen, ein bisschen Stammkartoffeln dazu. Was auch immer. Oder einfach, so wie die Profis das essen, einfach so hier. Wirklich, wirklich schön. Und wenn ihr tatsächlich mal so ein Imbissbuden-Zwiebelfleisch selber machen wollt, dann wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Ansonsten, falls ihr das Rezept vergessen habt, könnt ihr auf meiner Website vorbeigucken, www.klaus-grill.de, da findet ihr das. Oder abonniert den Kanal, guckt euch das Video nochmal an. Oder, ich glaube, die meisten haben es ja verstanden, wie es funktioniert. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Schön. Sehr, sehr schön. Das hat mir gefehlt.